Verbindung fast hergestellt. General Shepard, Sie sind online mit Captain Price. Zurück aus der Hölle, Captain. Um Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu Verstand, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lange im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... Ah. Wir haben wohl die Verbindung verloren. Notfall, Part 12. Price, ich kann Roach auf meinem Bildschirm kaum ausmachen. Ach, sind wir wieder hier? Ach, diese schöne Eislandschaft, ne? Roger, ich habe Roach gefunden. Scheint alles in Ordnung zu sein. Geh nach Nordwesten zur U-Boot-Basis, Ober. Verstanden. Der Rest vom Team ist bei Ghost gelandet, ziemlich weit im Osten. Sie sollen mit der Mission fortfahren, Neuformierung falls möglich. Roach, mir folgen und außer Sicht bleiben. Alles klar. Kontakt. Ach, wieder eine Geheimmission. Solche Missionen mag ich. Fünf Einheiten, automatische Waffen, Splittergranaten, ein Schäferhund. Okay. Hunde. Ich hasse Hunde. Echt, ich mag Hunde. Diese russischen Hunde sind nur Miezekatzen im Vergleich zu denen in Pripyat. Also ich habe jetzt mein Mikrofon ein bisschen anders hingestellt. Vorher hatte ich es an meinem T-Shirt dran geklebt. Und jetzt, habe ich es als Standmikrofon eingestellt. Hoffentlich hört man mich besser. Wir wurden entdeckt. Feuer freigabe. Komm, das gibt's doch nicht. Ah! Hundi! Zu spät. E drücken, wenn dann irgendwas erscheint, den Hund zu schnappen. Oh Gott! Ja, wenn man hier auf dem Boden. Konvoi nähert sich, außer sich gehen. Bin ich. Passieren lassen. Na. Ein Kopf. Soll ich schießen? Zwei von ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Wo denn? Da. Ja, von mir aus. Haha. Gut. Bereit. Alle auf einmal ausschalten. Übernehmen Sie den. Ich mache mal kurz Pause, weil es bei mir ein bisschen leckt. Aus dem Grund, weil ich Dutzend Anwendungen auf dem PC gerade offen habe und sie vergessen habe zu schließen. Also ich kill mal schnell den Hund. Okay, dann bis gleich. So, hier bin ich wieder. Es kann weitergehen. Warte auf mich. Ohne mich schaffst du es nicht. Kobaka. 3,5 Kilometer. Aragon 12 Kilometer. Wir sind jetzt auf der E16. Russisch in Kopong. Na, was ist los? Da ist bestimmt niemand. Du machst dir so grundlos Sorgen. Na, immer ruhig bleiben. Na? Was ist los? Hä? Warum so vorsichtig? Ah, ein Heli mit ein paar Fahrzeugen. Die Russen haben mobile Raketen
Raketenstellungen. Okay. Ich bin dran. Ende. Ah, der Soap spricht. Okay. Den haben wir ja im häufig immer gespielt. Oh oh. Ja, ich folge dir ja schon. Was bringt dir deine Wut? Schau lieber zu, wie du dich rächen kannst. Ohoho. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Seid zu blöde, ihr kriegt mich nicht. Nein, 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 ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ihre Fahrzeuge können uns nicht so weit folgen. Ich wollte sagen, wenn er mich erwischen hat, ihr kriegt mich. Das wäre ein geiler Joke gewesen, aber ist zum Glück nicht passiert. Anscheinend suchen sie uns. Wen suchen sie? Uns? Sie suchen dich, mein Freund. Weil dein Bart nicht vorschriftsgemäß ist. Okay, hier ist niemand. Na? Was ist denn? Magst du den Stein? Hundestreife, wo denn? Ja, ich gehe lieber auch mal auf den Boden. Hey! Wart halt auf mich! Was wo denn? Ich sehe niemanden. Hallo! Irgendwie ähnelt das Level wie dem Call of Duty Part vom ersten. Komm, den schaffen wir doch mit einer Kugel, oder? Ja, sag ich doch. Gut gemacht. Kinderleicht. So, nachladen. Ne, nicht, dass wir mal schießen wollen. Keine Munition mehr haben auf dem Magazin. Und was ist jetzt? Na, was ist? Hm? Warum so vorsichtig? Hier ist doch niemand. Bis auf ein paar Feinde, die uns töten wollen, aber das ist doch gar nichts. Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden, wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Ja, ja, okay. Ja, schmeckt dir die Zigarre. Hey, warte auf mich. Gott, Diamond. Wo kommt denn der jetzt her? Ich drehe dir seinen Hals um. Auch mal passiert mir das nicht. Hi. Boah, bei mir leckt's brutal. Ich glaube, ich mache nur eine Pause und schau wirklich nach, ob alle Programme geschossen sind. Ja, genau, das wäre das Beste. Bis gleich. So, es muss aber besser laufen. Ich habe jetzt Dutzend Anwendungen geschlossen. Ja, tut's auch. Jetzt läuft's viel besser. Hey, Hundi, was geht? Warum so aggro? Okay, ich halte schon mal ab. Eh bereit. Aus diesem Grund. Warte, wartet, wartet, Leute, immer ruhig bleiben. Hundi, bleib ruhig. Böser Hund. Ja, dieses Nachladen hat zu lange gedauert. Große Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden, wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Ich dachte, du wärst schon tot. Ja, dein Geschrei hat dir aufmerksam gemacht. Schönen Dank auch. Hey Hund, chill doch mal, chill. Dreh wieder den Hals um, das kommt davon. Jetzt noch ein Hundi. Ja, so. Hä? Von wo kommen die Schüsse? Von euch da? Alles klar. Noch eine Hundestreife. Hundi! Ich mag Hundi. Aber solche bösen Hundis mag ich nicht. Darf ich sie töten? Nichts ist auch eine. Ich glaube eher nicht, weil sie vorbeiziehen. Ne, sind ja gar keine Gefahr für uns. Also warten wir einfach mal. Ne? Brise. Eine frische Brise, was? Na, was ist?
Boah, jetzt läuft's aber sauflüssig, nachdem ich die ganzen Anwendungen geschlossen habe. Das ist ja echt göttlich. So, jetzt würde ich das ohne Aufnahme spielen. Ich glaube, das hätte ich auch bei Star Wars The Force Unleashed machen sollen. Moment, ich tu mal das Mikrofon ein bisschen hochstellen, so. Ach, da sind ja wieder welche. Hallo ihr, was geht? Was ist? Was soll ich machen? Ausschalten? Okay. Okay, sie trennen sich auf. Haha. Ja, genau, schlacht gut. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nach oben gehen. Eine mit Luftbodenraketen bestückte Drohne ist auf dem Weg zu Ihnen. Roger. Oh, ein Dörfchen. Ein russisches Dörfchen. Alles klar. Achso, das ist. Was mache ich da jetzt? Ich hab sowas noch nie. Achso, das ist so ein. Das ist wieder so ein Feuerdings da, ne? Das ist ja so ein Ding zum Erkunden. Naja. Was mache ich mit der jetzt? Ja, wieder Schnee fahren auf ohne Schlitten. Hey, ganz leicht an eine Waffe zu kommen. Okay. Was machen wir jetzt? Ich nenne den einfach Reis. Klingt lustig. Captain Reis. Na, Captain Reis, was geht? Peng, peng. Da ist noch einer. Alles muss man selber machen. Ich mache den ganzen Job alleine. Na, kommt da noch jemand? Kommt ihr? Ja, natürlich, ne? Runter, runter, runter. Na, was ist? Hallo? Ist hier jemand? Hey, Reis, was geht? Hier ist doch niemand. Hier sind ja nur Verbündete. Ne, also. Ja, was? Wo? Der macht sich zu viel Sorgen. Oder irgendeiner schreit da immer so sehr. Den hätten sie gar nicht einstellen müssen zur, zum Militär. Hier ist wieder Tumpe. Was, einer heißt Hannibal. Du hieß doch einer, so ein berühmter karthagischer Kriegsführer, der mit seinen Elefanten die Alpen überquert hat. Ja, der Kevin Kang kennt sich mit Geschichte aus. Wow! Tschüss, tschüss. Ihr nervt einfach bloß, deswegen. Ist da noch jemand? Ah ja, da ist ja noch jemand. Na komm schon, zeig dich. Ich will ein Autogramm von dir oder ein Foto von dir schießen. Ich bin Paparazzi. Hey, hey, na komm schon. Den Rucksack hätte ich doch getroffen. Ach, egal. Oh, Raketenwerfer. Die Russen haben echt Style, was Waffen angeht. Über Raketenwerfer und sonstige Waffen. Was für ein U-Boot? Hat es was mit dem nächsten Level zu tun? Vielleicht? Ich habe einen Raketenwerfer, ich kann damit ein Fahrzeug ausschalten, ne? Komm, da brauchen wir doch jetzt eine Predator dafür. Ich glaube, ich gehe mal auf diesen Helikopter los. Achso, der Raketenwerfer hat gar keine Munition, dann ist er nutzlos. Warte, ich nehme mal schnell diese Waffe. Herzschlag, die kennen wir ja aus dem anderen Eislevel. Ah! Wie heißt das Level? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall Level 3, glaube ich. Was geht, Küper? Wo sind denn da Gegner? Rakete online. Wiederhole. Rakete online. Schon wieder den Predator abschießen, oder? Nun gut, mache ich gerne.
Okay, ich gehe mal auf diesen Panzer los, nicht dass er uns später noch eine Bedrohung darstellt. Na, ja, Kuiper. Cooler Name, Kuiper. Yo, Kuiper! Ich glaube, so nenne ich meinen. Ich glaube, ich bin in meinem Kanal neu zu Kuiper. Kuiper LP. Okay, dann ball ich mal wieder. Ich sehe die Feinde hier schlecht. Ich glaube, ich gehe mal auf diesen einzelnen los. Was ist das? Achso, nur Feuer, okay. Hallöchen? Hallöchen? Camper? Hallöchen? Okay, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Weiß mal kurz, Leute, lass mich nachladen. Okay. Na, ist da noch jemand? Hallo? Ah ja, du bist noch hier, okay. Sag das doch. Hey, hinter dir! Ich sollte lieber auf meinen Rücken aufpassen. Alles klar, dann mache ich es eben nochmal. Für die paar Feinde ist es voll der Aufwand. Ich glaube, ich gehe mal hier drauf los. Weiß nur, ob ich eben einen erwischt habe. Vielleicht hat die Explosion sehr getötet. What else? Ah, hier sind viele Feinde. Zeigt mir dieser Pulsschlag-Dings-Bungs an. Oh, sorry, sorry, war keine Absicht. Hab ich dich jetzt getötet? Kann ich dir helfen? Ich habe ihn getötet. Schande über mich. Was? Eine Rakete. Hast du sie abgefeuert? Oh, du warst es, okay. Ne, der war's. Gut, was zeigt mein Sensor an? Ah ja, hier sind eine Menge Feinde. Ich glaube, da schmeißen eine Granate hin. Nein, nicht nachladen. Ich will Granate schmeißen. Granate, nicht nachladen. Hallo. Was war das? Eine Granate. Machen wir mal kurz Pause. Mach mal eine Pause. Komm mal ins Wohnzimmer. I'm back. Und gleich unter Feuer. Hey. Ruhig. Immer ruhig bleiben, ja? Euch! Ist jemand? Nein. Reloading ist immer gut. Und mein Mikrofon ist verdreht. So, jetzt ab. Ah, das sind welche. Na, kommt her, kommt's her. Ah, das sind jede Menge Feinde. Ideal für die Predator, jetzt ab. Und erwisch ich sie, ich schieß mal genau in die Mitte. Ich schieße auf den Gegner. Sind das Verbündete? Ne, das ist ein Gegner, ne? Ein Gegner, der schlecht schießen kann. Das tut mir direkt ins Gesicht. Hey, wartet auf mich. Lass mich hier nicht alleine. Okay. Oh man, da kommen viele. Ich glaube, ich ja gut, dass die Predator jetzt aktiv wurde. So, worauf schieße ich denn jetzt? Ah, hier schieße ich mal drauf. Auf dieses Fahrzeug. Ich habe mich selber getötet. Ist ja geil. Ah, Junge. Das war der biggest fail ever in the history of Call of Duty. Wie oft lade ich jetzt eigentlich schon nach? Ich schieße ein, zweimal und dann lade ich nach, was 10 Sekunden, glaube ich, ungefähr dauert. Na, wo sind die Gegner? Ach, da hinten kommen sie. Ja, ich sehe sie schon. Bleib stehen. Erwisch ich den? Ich habe den erwischt, sehr schön. Kommt's her?
Gleich geht das Fahrzeug hoch. Okay, da muss ich mich gar nicht mehr um den kümmern. Der fliegt schon von selber in die Luft. Die Drohne habe ich schon verwendet. Tut mir leid. Oh, da kommt Verstärkung. Ja, runter, runter, runter. Oh, das brauchen wir jetzt unbedingt. Das ist jetzt überleben schließlich. Und sie wurde ausgeschaltet. Das ist ja geil. Hä? Da hinten. Da kommt sie her. Jetzt hätte ich die Dragoon aufnehmen also gebrauchen können. Vorhin lag er seine, ne? Hab mir schon überlegt, ob ich den nehme, aber nö. Dragunov hier in dem Level, wo hier überall die Gegner ganz in der Nähe sind. Wofür braucht man sowas? Und sie da jetzt brauchen wir sie. Ich lade jetzt schon zum Over 9000. Mal nach. Oh, ein Raketenstart. Ich versuche das noch zu verhindern. Ah. Diamond. Sie ist hochgegangen. Schlimme Zeiten.